Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Indie-Ecke, heute mit Mega Man Unlimited, einem Fanmade-Game, das seit gestern draußen ist und jetzt gleich startet das Intro, da halte ich mal die Klappe. Müsst ihr ein bisschen lesen, aber ist nicht schwer. Mega Man hatte die Welt gerettet, das kennen wir schon. Einmal mehr. Aber so ist es nun mal im Leben. Shit happens. 8 Roboter von einem gewissen Dr. Wily, oder ist es Dr. Willy, ich weiß nicht genau, laufen Apeshit sozusagen. Und bedrohen wieder den Weltfrieden. I swear, Dr. Light, I didn't want this to happen. I don't know what caused my robots to go berserk. Let's work together to fix this horrible mistake. Alright. Also Dr. Light und Dr. Wily, oder Dr. Willy, wie auch immer, arbeiten zusammen und suchen nach einer Lösung. Und irgendeine merkwürdige Macht kontrolliert die Roboter. Aber Dr. Light weiß nicht genau, was zu tun ist. Da passiert Folgendes. Oh nein! Help! Gut, dass wir Mega Man haben. Mega Man, go after Willy's, Wily's Kidnapper. It might be the key to this mystery. Also ich entscheide mich jetzt dazu, dass der Wily heißt. Dr. Wily und nicht Dr. Willy. Ist wahrscheinlich falsch, aber naja, was soll's. You are next, Mega Man. Ha, 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 ha. Ich fürchte, der will uns ans Leder. Und da hat der bei mir ganz gute Chancen, denn ich kenne Mega Man, gar keine Frage. Ich weiß, dass Mega Man schon immer sauschwer war. Aber ich habe Mega Man nie selber gespielt, weil ich nie ein NES hatte und später auch nie ein Super Nintendo. Es gab auch noch ein paar Gameboy-Versionen, es gab auch sogar eine Version für den PC, aber selbst die habe ich nie gespielt. Also das hier ist für mich Neuland. Mega Man Unlimited ist heute für mich Neuland. Deswegen starten wir jetzt auch mal direkt ins Spiel rein. Wie gesagt, es gibt 8 Roboter, die ausgezickt sind, die auf einmal böse geworden sind. Und diese 8 Roboter stellen die verschiedenen Level dar, die wir dann hier auswählen können. Das hier in der Mitte sind wir, wir sind Mega Man, das wisst ihr. Ich habe vorhin mal in einer Probeaufnahme, wen habe ich mal ausprobiert, hier diesen Tri-Nitro Man und diesen Gloom Man. Deswegen würde ich sagen, probieren wir jetzt mal den Nail Man aus. Ihr werdet sehen, ich kann dieses Spiel überhaupt nicht. Ich bin darin so richtig, richtig schlecht und mich würde es wundern, wenn wir auch annähernd, nur annähernd in die Ende des, zum Ende des Levels kommen würden. So rum ist es richtig. So, wo muss ich hin? Da kann ich doch schon mal nicht rüberspringen, oder? Ah doch, hier unten ist... Hier, dieses, also hier fängt es schon an, habe ich noch niemals gesehen, dass hier unten Erde ist. Gut, wir können schießen, wir können springen, wir können gleiten. Tja, mal sehen, wofür wir das brauchen. Wir können unsere Waffen wechseln. Wir können einmal hier auf so einen rot-weißen Anzug umspringen. Und dann kriegen wir gleich irgendwann... Na, wo ist er? Wo bleibt er? Wann kommt er? Ein Hund oder ein Fuchs oder wie auch immer. Was genau der macht... ist mir rätselhaft. Deswegen bleiben wir jetzt mal im Blau. Naja, gut, Blau, okay. Nicht die beste Farbe. Aber heute geht's ja mal ausnahmsweise nicht um Fußball. So. Immerhin den ersten Gegner fast unbeschadet überstanden. Die lassen hier auch solche Power-Ups fallen. Es gibt auch einen Shop, in dem man verschiedene neue Waffen kaufen kann. Und verschiedene Gegenstände. Das werde ich euch gleich zeigen, sobald ich das erste Mal ein Leben verloren habe. Ich stelle mich aber auch wieder richtig gut an. Na, spring da hoch, geht das? Ne, das geht gar nicht. Okay. Ja, immer schön stehen bleiben, wenn der Gegner einen beschießt. Okay, da habe ich schon beim Abspringen gesehen, dass der Sprung zu kurz wird. Oh ja. Ja, setz mich bitte wieder ganz bis an den Anfang. Nicht, dass ich schon so weit gekommen bin, aber... Ja, doll, okay. Für meine Verhältnisse war das schon richtig weit. Also diese Augen muss ich 3-mal treffen, dann sind sie kaputt.
Ja, was gibt's zu dem Spiel noch zu sagen? Wie gesagt, es ist seit gestern draußen. Es ist komplett Freeware. Es ist von Fans gemacht, die sich einfach gefreut haben oder einfach mal wollten, dass mal wieder ein neues Spiel rauskommt von Mega Man. Der Download ist 76 Megabyte groß, also das ist relativ schnell runtergeladen. Wie gesagt, komplett Freeware, komplett kostenlos. 8 verschiedene Level. Wie lang diese Level sind, kann ich euch leider nicht sagen. Noch nicht mal irgendwie ein Vergleichswert, indem ich sage, komm hier, der erste Level ist so und so lang. Ich habe keine Ahnung. Aber das liegt ja daran, dass ich das Spiel einfach nicht kann. Ja, hier sind wieder Gegner, natürlich. Jetzt werde ich auch noch von oben beschossen. Hier, die Sachen können wir auch einsammeln. Das ist irgendwie Geld. Die Sachen, die hier über mir liegen, wo ich mich jetzt nicht traue hinzugehen. Oh doch, muss ich irgendwie muss ich da hin. Ja, natürlich, ihr seid auch wieder da. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hochkomme. Also schnell weiter, bevor ich tot bin. So, jetzt können wir mal hier drunten da sliden, gleiten. Genau. Ja. Habe da falsche Taste gedrückt. Ja, ihr seht schon. Ich bin ein richtiger Meister in diesem Spiel. Aber in dem Level bin ich ja schon erstaunlich weit gekommen. Also die Probeaufnahme vorhin. Puh, mein lieber Herr Gesangsverein. Da habe ich mich vielleicht angestellt. Eine Hüpfeinlage. Hä? Achso, die geht auf. Geht die auch auf? Will ich nicht hoffen. Ich hab's kommen sehen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja! Wieder ganz zurück bis zum Anfang. Yippie! Wie wär's denn mal mit Checkpoints hier? So, also jetzt nur für mich. Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Na komm. Triff den da. Ist doch nur ein Auge. Ja, jetzt gibt's Energieauffüllung, wo ich sie nicht brauche. Wo ich noch keine Energie verloren hatte. Hatte. Wohlgemerkt, hatte. Ich glaube, diesmal stelle ich als Tag nicht Let's Show ans Video vorneweg, sondern Let's Fail. Ja. Danke, dass ihr euch dieses Let's Fail anschaut von Mega Man Unlimited. Aber ich bin mir sicher, da draußen an den Bildschirmen und Fernsehgeräten sitzen einige von euch, die richtige Fans dieser Serie sind. Und ihr werdet sicherlich freuen, dass es jetzt ein Fan-Made-Game gibt, was komplett umsonst ist. Jetzt kann ich euch auch mal den Shop zeigen. Hier kann man verschiedenste Sachen einkaufen. Oben seht ihr die Währung, oben links, da haben wir jetzt 2 von und dementsprechend können wir hier nichts kaufen. Also weder irgendwie Energietank, noch ein neues Extra-Leben oder sowas. Das können wir also alles knicken. Ja, da schaut er. Und da fliegt er wieder weg. Ich würde sagen, ich zeige euch noch einen anderen Level. Vielleicht mal, waren wir gerade bei diesem Nailman oder was hatten wir ausgewählt? Lass uns mal den Rainbow-Man hier testen. Mal sehen, wie der ist. Regenbogenmann. Was kann es schon so schlimm an einem Regenbogenmann sein? Na komm, dann mach jetzt auch. Okay. Wo geht's entlang? Da kann ich doch bestimmt nicht runterspringen, jetzt nach rechts oder links, oder? Oder vielleicht doch. Ja. Mach mal dicke, fette Laser. Der schmeißt mit Gold um sich. Okay. Habe ich den jetzt erwischt? Nee, natürlich nicht. Ah, das ist ja clever. Wenn ich... Na, lass mich da hoch. Wenn ich den treffe, dann ändert sich der Laser. Okay, gut zu wissen. Kann ich die Richtung verändern vom Laser? Und jetzt, um Himmels Willen, was mache ich jetzt? Da komme ich doch gar nicht durch. Toll. Dead End? Falle? Muss das so sein? Was passiert denn, wenn ich... Ja, gut, das war abzusehen. Gehen wir mal die Seite hier runter. Das war die falsche Entscheidung. Gehen wir die Seite mal hier runter wieder. Und beeilen uns, bevor der Goldmünzenmann wieder los, wieder wild wird. Oh, ach komm, Junge, lass mich in Ruhe. Oh.
Jetzt hatte ich versucht, da schnell runterzuspringen, aber das ging irgendwie nicht. Ja, hab ich euch den Level auch mal gezeigt. Dollar-Level. Auch hier habe ich total versagt. Schauen wir uns mal den Gloomman an. Ich befürchte, auch hier werde ich nicht viel weiter als 2-3 Meter kommen. Ja, na komm. Schön, diese 8-Bit-Grafik, diese 8-Bit-Musik. Alles wie damals. Vermutlich, ich habe es ja nie selber gespielt. Oh, das wollte ich nicht, wollte schießen. Na komm. Toll, schon wieder ein Viertel meiner Energie fast verloren. Nach 2 Gegnern. Ja, immer schön in den Schuss des Gegners reinspringen, das ist immer super. Was war das? Das ist meine Energie aufgefüllt. So. Leiter. Okay. Hier kann ich nicht laufen. Alles verklebt. Okay, einen langen Sprung nach rüber. Oh nee. Das macht ihr jetzt nicht mit mir. Um Gottes Willen. Ah, da gucken sie blöd. Ja, natürlich. In den letzten Moment versteckt er sich wieder unter seinen Helm. Da hat er sich dann mal vermehrt unter seinen Helm. Okay. Ich krieg euch. Ihr mich wahrscheinlich zuerst, aber ich hab mich gewehrt. Oh, nee. Jetzt bin ich wirklich dreimal in den gleichen Schuss reingesprungen. Das ist richtig clever von mir. Ja. Also ich frage mich, nachdem das Spiel jetzt ja schon seit gestern draußen ist, ob das schon irgendjemand durchgespielt hat. Ob da überhaupt irgendjemand in der Lage ist, das Spiel durchzuspielen. Klar, nicht jeder oder wahrscheinlich kaum jemand ist so mies, wie ich es bin. Aber ich denke schon, dass das zu den schwereren Spielen gehört. Im Prinzip wie die ganze Serie von Mega Man. Da hat man noch was bekommen für sein Geld damals. Ja, jetzt hänge ich wieder an den hier fest. Na, geht doch. Mit ein bisschen Timing geht alles. Was ist das? Den kann ich wahrscheinlich nur am Kopf treffen, oder? Während der überall hinschießt. Und mich gleich wieder kaputt hat. Ja. Man muss ein wenig frustresistent sein in dem Spiel. Obwohl... Oh, Geld. Praktisch Geld sozusagen. Nein! Warum bin ich auch so blöd und spring da hoch? Darf doch nicht wahr sein. Was sagt die Uhr? Ja, ein Level kann ich euch nur zeigen. Geht ja schnell hier. Jedes Mal. Was zeige ich euch denn mal? Was hatten wir denn noch nicht? Machen wir mal diesen Tri-Nitro-Man, den ich in der Testaufnahme mal ausprobiert hatte. Aber lasst euch gleich gesagt sein, auch hier bin ich nicht sehr weit gekommen. So, dann mach jetzt mal. Ja, das weiß ich noch. Ja, das kann man eigentlich auch unbeschadet überstehen. Aber ich halt nicht. Nun gut. Diese, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Nein! Warum kann ich die nicht treffen? Diese Taube? Mechanische Taube oder sowas? Keine Ahnung. Hat bestimmt einen speziellen Ausdruck, den die Fans der Serie da draußen auch kennen. Los, festhalten. Nein, das war nicht richtig. Das war noch weniger richtig. Ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Wo ist denn das Problem? Wenn man auch hier teilweise millimetergenau hüpfen muss, ist natürlich auch Geschmackssache. Muss man nicht mögen. Klappt's jetzt? Ja. Puh, Glück gehabt. Na komm. Was war hier nochmal? Achso, ja genau. Na, das geht gerade noch so eben.
Ja, so ein paar ruhige Hüpfeinlagen sind nie verkehrt. So, kommen jetzt hier hoch. Was war hier nochmal? Ach ja, dieser schießende Frosch. Warum auch immer. Na komm, dreh dich mal um. Dann kann ich auf dich schießen. Wahrscheinlich drehst du dich nicht um, oder? Nein, du bleibst natürlich da, weil ich da bin. Dann machen wir das mal ganz anders. Oh, direkt erwischt. Okay, wie geht's jetzt weiter? Springen wir mal hier drauf, dann da drauf. Das war jetzt sehr fair. Ich habe gedacht, dass er wenigstens so ein Bruchteil einer Sekunde drauf stehen kann auf diesen Tanks. Ja, natürlich. Jetzt kann ich nochmal runter, weil sonst komme ich da nicht rüber. Ja, ja. Habe ich schon erwähnt, dass man ein bisschen frustresistent sein muss für dieses Spiel? Ja. Machen wir das Ganze gleich nochmal. Aber es hat weltweit seine Fans gefunden, dieses Spiel. Obwohl es so schwer ist. Oder vielleicht gerade weil es so schwer ist, das kann natürlich sein. Wer von euch kennt denn die Mega Man-Serie und hat sie wirklich exzessiv gezockt und schüttelt jetzt nur mit dem Kopf, wenn er mich spielen sieht? Bitte in die Kommentare. Würde mich doch mal interessieren. Und vor allem, ob ihr mal so einen Teil durchgespielt habt, ob das wirklich möglich war. Ohne Cheats. Klappt doch. Achtung. Den Frosch erwischt. So, wenn ich jetzt wieder auf den Tank drauf springe, dann... Ja, das war super. Das war elegant. Ich vermute mal, dass ich jetzt wieder runter muss, damit sich der Bildschirm nochmal neu aufbaut. Das hier einsammeln, was auch immer das ist. Ja, das könnte zumindest theoretisch klappen. Wenn ich mal ein bisschen genauer springen würde. Ja. Nein! Na gut, dann springen wir da hoch. Aber von der Theorie her war das super. Ein Leben habe ich ja noch. Jetzt schaffe ich das. Oh, hier auf die Taube schießen. Darüber springen. Immer ganz cool. Ja, komm. Kletter, beweg dich. Die Taube lassen wir links liegen. Bis oben klettern. Dann auf die Leiter, genau. Aha. Hast du ja wohl so gedacht, was? Boah. Keine Energie verloren in dem Level. Bin so stolz auf mich. Schießen, schießen, schießen. Na. So, jetzt auf den Tank rechts springen, dann direkt links rüber. Okay, auf den Tank. Okay, letzte Chance. Also weit komme ich nicht rüber. Also nochmal neu aufbauen den Bildschirm. Also von der Steuerung her, ich spiele es hier auf meinem PS2-Pad. Kannst auch über Tastatur spielen, das ist nicht das Problem. Klappt eigentlich ganz gut. Es liegt also wirklich nicht an der Steuerung. Es liegt daran, dass ich das Spiel nicht kann. Okay, ein bisschen Energie habe ich noch. Das heißt, ich kann es noch einmal versuchen, wenn ich nicht direkt wieder von dem Frosch getroffen werde hier. So. Ja, zumindest in der Theorie war das total super. Und wahrscheinlich auch total falsch. Ja gut, liebe Zuschauer, das hier ist Mega Man Unlimited. Wie gesagt, Freeware, das Spiel, Fanmade, seit gestern draußen, seit gestern kann man es runterladen. Ich packe alle Links in die Beschreibung, ladet es euch runter und versagt genauso wie ich oder seid einfach besser. Das dürfte ja nicht sehr schwer sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss.